Hallo, ich bin Sami von Fafzi Akademie. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Fehlermeldung beheben konnte Ihre Anforderungen nicht ausführen, da die Arbeitsvolumen sind voll in Photoshop. Zum Menü Datei vorhandene Datei öffnen, wählen Sie die Datei, Tooltip Pop-up, feststellend, dass die Größe der Datei 90,8 MB, klicken Sie auf Open, dann Adobe Photoshop CS6 Fehlermeldung Pop-up, konnte nicht abgeschlossen werden Ihren Antrag, weil die Arbeitsvolumen sind voll. Gehen Sie zum Starten von Windows, klicken Sie auf Computer, dann gehen Sie auf die lokale Festplatte und versuchen, den Speicherplatz freizugeben. Ich mache meine Hausaufgaben der lokalen Festplatte C betrug 400 MB freier Speicherplatz. Ich befreie mehr Speicherplatz zu erreichen, um 6,43 GB, wie Sie feststellen, ich eine Datei zu löschen. Und übertragen die anderen um verschiedene lokale Festplatte. Dann gehen Sie zurück zu Photoshop und versuchen Sie, die Datei erneut öffnen. Jetzt ist es nicht mehr offenen Arbeitsvolumen sind voll und dann gehen Sie zum Menü Überarbeiten wählen Vorlieben. Wählen Sie dann die Leistung in diesem Dialogfeld. Sie können verschiedene lokale Datenträger zuzuweisen oder mehr als eine Platte für Arbeitsvolumen, wie Sie hier sehen. Hoffen, dass diese Informationen sind hilfreich. Vielen Dank für das Ansehen von Fafzi Akademie. Bitte dergleichen abonnieren, dieses Video zu teilen und besuchen Sie unsere Website fafziakademie.com.